Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Veranstaltung. Martin, es ist ein Zeichen für dich, dass so viele da sind. Ich gratuliere euch ganz herzlich. Es wurde gerade vor dem Quiz, das eine Nabelbeschau der Kärntner Landespolitik ist, und auf die komme ich dann noch zu sprechen, aber vorher vom Bundespräsidenten ein großes Bild gezeichnet. Und wenn wir die letzten 3 Jahre Revue passieren lassen, dann tatsächlich ist unendlich viel passiert. Und ich sage das deshalb dazu, nicht weil jetzt mein Blick in die Vergangenheit gerichtet ist, der Bundespräsident hat ja heute sehr stark über die Zukunft gesprochen, sondern weil es darum geht, sich bewusst zu machen, was 3 Jahre Pandemie und Krieg auch für die Menschen bedeutet hat. Und erinnern wir uns zurück, als die Pandemie ausgebrochen ist und in Wahrheit auch seitdem der Krieg ausgebrochen ist, treibt uns ständig die Angst. Die einen die Angst vor der Infektion, die anderen die Angst vor den staatlichen Maßnahmen. Und seit dem Krieg die Angst, ob uns die Energie ausgeht, wieder Massenarbeitslosigkeit droht, weil die schon in der Pandemie vorhergesagt und Gott sei Dank nicht eingetreten ist, aber jetzt, wo der Krieg ausgebrochen ist, Russland uns das Gas abdrehen wird, die Stimmung bei den Menschen ist mehr als betrübt. Vielleicht ist das ein Stück weit des Weges, um eine Antwort zu finden auf die Frage, warum ist denn die Stimmung so schlecht, wenn es uns doch eigentlich den Umständen entsprechend in diesem Land, und jetzt meine ich nicht nur Kärnten, sondern in unserem schönen Land Österreich, den Umständen entsprechend gut geht. Die größte Sorge, dass kein Gas da ist, hat sich nicht erfüllt. Und es waren wieder die, die uns Angst gemacht haben, die uns erklärt haben, wir werden es nicht schaffen, wir werden nicht genug bekommen und wir werden uns in die totale Abhängigkeit der Russen begeben. Und wir haben gesagt, es stimmt. Wir sind in einem hohen Maße abhängig, aber wir werden alles tun, um diese Abhängigkeit zu reduzieren. Wir werden alles tun, um sicherer in den nächsten Winter zu gehen. Und nur damit ihr einen Vergleich habt, was da gelungen ist, und es ist euch, uns allen gelungen in dieser Zeit. Zu diesem selben Zeitpunkt, wie ich jetzt vor euch stehe, hatten wir einen Speicherfüllstand von 20%. Und jetzt ist er 70, obwohl schon ausgespeichert wurde. Und ich sage das deshalb dazu, nicht um die Arbeit selbst zu loben, sondern wir haben heute viel gehört über das Thema Zuversicht. Das kann zuversichtlich machen, dass selbst dann, wenn es ganz schwierig wird und die Herausforderungen riesig sind, wir Krisen bewältigen können, wir Wege finden, nach Lösungen suchen und uns eben nicht kleinkriegen lassen, uns nicht erpressen lassen und nicht unsere Freiheit aufgeben. Und diese 3 Jahre jetzt, die ich erwähnt habe, und der Krieg ist leider noch nicht vorbei, er fordert unzählige Menschenopfer, zivile Ziele werden angegriffen, braucht es vielerlei. Wir müssen den Menschen Zuversicht geben, wir müssen auf die Menschen zugehen, die wir, das haben wir auch schon heute gehört, auf dem Weg dorthin, warum wir etwas tun in der Politik verloren haben. Und Politik heißt Verantwortung tragen, entscheiden. Und es freut mich enorm, dass der Hermann heute hier im Publikum sitzt, der Hermann Schützenhöfer. Der hat viel geleistet in der Zeit der Pandemie. Der war ein starker Verbündeter. Und Hermann, du kannst dich erinnern, wir haben oft sehr ernsthaft, sehr nachhaltig diskutiert. Es ging um viel, denn es ging um nichts weniger. Und das sage ich hier voller Überzeugung. Uns allen, die politische Verantwortung getragen haben und tragen, um das Leben der Menschen. Und das Leben zu schützen ist das höchste Gut. Kann man da beirren? Niemand ist unfehlbar. Aber nach bestem Wissen
Entscheidungen zu treffen, ist Aufgabe und Verpflichtung von politisch Handelnden. Daneben zu stehen und nur zu schauen, zu kommentieren und nichts zu tun, ist eine Möglichkeit, aber keine Lösung. Und der Krieg, der heute auch schon angesprochen worden ist, der fordert uns in vielerlei Hinsicht. Aber so wie schon erwähnt, in der Energieversorgungsfrage, in der Frage der Widerstandsfähigkeit, da bietet er auch neue Gelegenheiten. Er zeigt auf der einen Seite, wie jede Krise, das war bei Corona so, ist jetzt im Ukraine-Krieg so, Schwächen. Unsere Schwäche ist die hohe Abhängigkeit von russischem Gas, dagegen kämpfen wir an. Unsere Herausforderung ist, von fossilen Energieträgern unabhängiger zu werden und damit freier zu werden und damit Potentaten nicht die Möglichkeit zu geben, uns weiter zu erpressen. Und ich sage das hier mit aller Nachdrücklichkeit, warum der Weg richtig und wichtig ist und es ein wirkliches Zeichen von großer Schwäche ist. Und ich sage das hier ganz bewusst in diesen Worten. Von großer Schwäche ist von manchen in der politischen Szene Ursache und Wirkung miteinander zu verwechseln. Wir haben die Verpflichtung, für dieses Land und für die Menschen Vorsorge zu treffen. Daher müssen wir eben schauen, dass wir widerstandsfähiger werden. Das heißt in der Energiefrage das eine und heißt aber in der Frage von Lieferkettenvorsorge das andere. Wir müssen schauen, wo wir Schwachpunkte haben und müssen sie europäisch oder nationalstaatlich, ja oder sogar in den Bundesländern lösen. Aber das Allerschlimmste, was man tun kann, ist, in einer Zeit der Angst und der Herausforderungen, dann zu sagen, Moment mal, Haltung zeigen ist das Problem. Hört heute genau hin bei manchen Argumentationen, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Da wird gesagt, zeigt weniger Haltung, weil dann bekommen wir schon das Gas, das wir brauchen. Das ist Schwäche, keine Stärke. Und das ist mir wichtig, dass ihr das wisst. Das heißt nicht, blind wo hineinzurennen, ganz im Gegenteil. Die Versorgungssicherheit dieses Landes ist meine erste Pflicht jetzt in dieser Herausforderung. Und wir arbeiten Tag und Nacht daran, dass diese gewährleistet ist. Aber Ursache und Wirkung miteinander zu verwechseln, zu sagen, weil wir europäische Solidarität leben, weil wir Sanktionen beschließen, haben wir das Mühsal jetzt alle gemeinsam zu tragen, von Inflation, Teuerung und wieder Angst vor Energiekrise und anderen Krisen, dann ist das tatsächlich ein großer Fehler und ein Zeichen von Schwäche. Denn die Ursache all dessen ist eben auch der Krieg und nicht die Sanktionen. Und wenn das auch für uns nicht einfach ist und wenn das herausfordernd ist zu argumentieren, so sage ich euch etwas. Wir sind Volksparteiler. Wir haben dieses Land aufgebaut. Leopold Figl, als erster frei gewählter Bundeskanzler dieser Republik, nämlich frei gewählt aus einem Parlament, im November 1945 selbst im Konzentrationslager sitzend, den Wahnsinn der 30er Jahre erlebend und überlebend. Und ja, er musste immer wieder in seinen Taten Haltung zeigen, wehrhaft sein, Überlegungen anstellen, dieses Land aus der Krise zu führen und zu dem zu machen in den Folgegenerationen, so wie wir heute dastehen. Und sich zu bewähren, widerstandsfähig zu sein, Desinformation zu enttarnen, für das Richtige einstehen, das kann niemals falsch sein. Und Haltung zeigen heißt auch, sich zur Neutralität zu bekennen. Haltung zeigen heißt auch zu sehen, dass Neutralität keine Last oder keine Bürde ist, sondern Chance und Möglichkeit. In der Europäischen Union keine Selbstverständlichkeit. 27 Mitgliedstaaten, nur mehr 4 neutrale Staaten. Das bedeutet Überzeugungsarbeit leisten. Zeigen, dass man als Neutraler eben eine Haltung und Meinung haben kann, solidarisch an der Seite der Europäischen Union und damit auch an der Ukraine steht, wenn es darum geht, Unrecht zu benennen und aufzuzeigen, klare Trennlinien zu ziehen, wo man sagt, wo wir militärisch neutral sind und gleichzeitig darüber hinaus über den Tellerrand zu blicken, die Grenzen darüber hinaus zu suchen, auf der Welt
die nicht nur der europäischen Grenzen sind, mit Asien, mit Afrika in Verbindung zu stehen und da ein interessanter und respektierter Ansprechpartner zu sein und damit wieder auch ein Brückenbilder. Und ich werde auch immer dazu stehen, dass es wichtig ist, über Möglichkeiten nachzudenken, wie auch ein Krieg wieder enden kann. Und ich werde auch dazu stehen, dass Gesprächskanäle offen zu halten, niemals in einem Konflikt ein Fehler sein kann. Das ist der Grundgedanken der Vereinten Nationen und lassen wir uns auch da in keiner Weise treiben, verunsichern. Auch da ist Haltung zeigen wichtig. Haltung, den Aggressor zu benennen, aber Haltung auch auf die Option auf Frieden niemals zu vergessen. Und jetzt sind wir hier an einem Abend wie heute, der Martin schon in Vorfreude seiner Rede, hier geht es um die Landtagswahl. Und warum dann so ernste globale Themen in einer Landtagswahl? Nun, weil wir spüren, sehen und empfinden, dass die Menschen von diesen großen Themen eben belastet sind und damit konfrontiert sind. Und damit ist es notwendig, in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und Gemeinden, und ich spreche jetzt hier ganz bewusst die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Gemeindeparteiobleute hier im Saal an. Ihr, die ihr spürt, wo eure Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger die Sorgen haben, wo sie verunsichert sind, Sicherheit zu geben. Auch ihr seid heute mit in der Verantwortung, sich zu bewähren. Die Sicherheit zu geben, das, wovon wir gehört haben, wie wichtig es ist, Demokratie zu erhalten, das ist alleine an sich nur durch Taten möglich, nur durch gelebtes Leben, durch Vorbildfunktion in dem Sinne, in dem man sich eben nicht von der Angst treiben lässt, sondern nach Lösungen sucht. Und so wie erwähnt, die Menschen haben derzeit viele Sorgen. Die Bundesregierung hat sich dazu entschlossen, durch diesen schwierigen Weg die Menschen ein Stück weit zu begleiten, dort, wo es geht, zu lindern. Und ja, das sage ich euch auch als Funktionärinnen und Funktionäre der Volkspartei, mit erhobenen Hauptes können wir in die Hausbesuche gehen. Von den Energiekostenzuschüssen bis hin zur Gemeindehilfe in Kärnten, alleine über 62 Millionen für die Gemeinden direkt, um auch da die Folgen von Corona abzuwehren. Wenn es darum geht, die Menschen in der Teuerung zu begleiten und wenn es auch darum geht, dass wir gemeinsam Sicherheit sorgen, indem wir vorsorgen und Energie und Gas in diesem Falle einspeichern, dann ist das viel, dann ist das nicht wenig. Auch wenn es nicht alles ist. Aber das Entscheidende ist, was ist Politik und was ist politische Verantwortung? Ihr wisst das auf der Gemeindeebene am stärksten und von der Gemeinde ins Land und vom Land in den Bund. Eines muss unser Grundanliegen und Grundprinzip sein und dafür steht der Martin Gruber, dafür steht ihr und dafür seid ihr mir immer Vorbild. Wenn man immer redet von da unten und da oben. Augenhöhe. Wertschätzung. Respekt voreinander und einander zuhören. Das sind die Tugenden der Volkspartei und im Besonderen auch von Martin Gruber. Unsere Aufgabe ist es, in dem gleichen Maße, wie wir versuchen, die Folgen dieser verschiedenen Herausforderungen mit den Menschen gemeinsam zu bewältigen, nicht Sand in die Augen zu streuen, nicht zu sagen, wir können alles lösen, aber wir werden sie niemals alleine lassen. Gleichzeitig ist es unsere Verantwortung, den Ausblick nicht zu verlieren. Den Menschen den Weg zu zeigen. Und ihr wisst, ich habe angekündigt, mich am 10. März zu erklären. Und das habe ich nicht als Selbstzweck gemacht, sondern weil ich ein tiefes Empfinden habe, dass die Menschen in der Zeit der Krise, der Krisenbewältigung, des Managements der Krisen und der Folgen der Krise, dass sie ein Recht und einen Anspruch auch darauf haben, dass wir gemeinsam als politische Verantwortliche über Zukunft reden. Wie wir das Land nach vorne bringen können. Was es bedeutet, tatsächlich eine Zukunft zu gestalten,
die für unsere Kinder lebenswert ist. Denn darum geht es uns ja am Ende des politischen Alltages. Wir wollen, dass unsere Kinder in einer guten Zukunft aufwachsen und sie dann weiter gestalten. Und wir wollen genauso, dass die, die dieses Land aufgebaut haben, in einem Land leben, wo sie auch die Früchte ihres Lebens tatsächlich durch Arbeit genießen können. Das ist nicht einfach, das ist eine Herausforderung, aber es ist notwendig. Und ich sage euch, es ist der spannendste Teil an Politik. Nicht sich in Untergangsphilosophien verlieren. Wir haben den Krieg in der Ukraine und wir haben auch in der Gesellschaft Gruppen, die davon sprechen, dass sie die letzte Generation sind. Die glauben, durch Festkleben auf Straßen das Klima zu verändern. Aber die Wahrheit ist ja vielmehr nicht der Stillstand, nicht das Kleben ändert das Klima, sondern Innovation, Neugierde, Forschung, Kooperation, erneuerbare Energie, Recycling, all das, was gerade in Österreich auch eine ganz, ganz hohe Wertigkeit hat. Ich war heute in einem Unternehmen, das Solarenergie, Speicherung und traditionelles Handwerk miteinander verbindet und höchst erfolgreich derzeit operiert am Markt. Das ist das, was wir brauchen. Lösungen finden, nicht verzweifeln, nicht den Kopf in den Sand stecken. Wer von sich behauptet, er sei jetzt schon die letzte Generation, dem sei angetragen, ein Stück weit tatsächlich Geschichte zu studieren und ins Detail zu gehen. Mein Großvater hat auch beide Weltkriege überlebt, der andere Großvater ist im Krieg geblieben. Die Menschen, die diese Zeit erlebt haben, mussten oft die Angst haben, tatsächlich die letzte Generation zu sein. Aber was ist passiert? Sie haben nach dem Krieg dieses Land aufgebaut. Sie haben nicht aufgegeben. Und das, was wir haben ist und was ja uns Menschen und die Menschheit an sich so stark macht, ist der Geist, der Wissensdrang, das Zusammen nachdenken, Lösungen suchen. Und wir als politisch Verantwortliche haben die Aufgabe, dafür Rahmenbedingungen zu setzen, dass das auch möglich ist. Und jetzt komme ich wieder zu Martin zurück. Als ich den Martin Gruber kennengelernt habe, dann habe ich einen Menschen kennengelernt, der tatsächlich, wie schon beschrieben, ein starkes Wertefundament hat, der bereit ist, auch für Werte einzustehen. Und weil wir schon über Werte sprechen, christlich-soziale Werte, Subsidiarität, das schwierigste Wort politisch zu erklären und das von der Volkspartei so leidenschaftlich gelebt wird und sogar von dir aktiv als Bürgermeister, dort, wo die Zelle der Politik entsteht und dann ihre Wurzeln weit hinein treiben lässt bis in die Europäische Union des politischen Handelns. Solidarität, kein sozialistischer Begriff. Dafür brauchen wir den Sozialismus nicht, um zu wissen, dass wir füreinander da sein müssen, aber Hilfe zur Selbsthilfe eben das zentrale Element ist, um ein würdiges, selbstbestimmtes und freies Leben führen zu können. Das Personalitätsprinzip, wenn es darum geht zu sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt des Tuns, und ich bitte euch jetzt um einen kräftigen Applaus für die Europaministerin, die hat es hierher geschafft. Liebe Caro, herzlich willkommen. Der Grund des späteren Eintreffens der Europaministerin ist diesmal nicht Europa, sondern die Verfassung. Sie war gerade im Verfassungsausschuss und hat da sehr spannende Diskussionen führen dürfen. Umso schöner, dass du jetzt da bist. Also Solidarität als einer der Grundpfeiler und dann das Personalitätsprinzip, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht das Kollektiv. Die Individualität. Und der Martin Gruber, als wir uns kennengelernt haben, war plötzlich für mich wieder seit langem gefühlt ein Politiker der Volkspartei, der das total verinnerlicht hat, im wahrsten Sinne des Wortes verwurzelt. Aber nicht nur das, sondern eben auch über die eigenen Grenzen hinausdenken. Die Region, die so oft erwähnt, aber dann doch nicht
politisch fürsorglich behandelt wird. Erinnern wir uns zurück, wie viele europäische Programme hat es gegeben, das Europa der Regionen und. Und was passiert dann tatsächlich? Und es braucht immer Stimmen, die in der Überzeugung und Klarheit und in der Echtheit davon sprechen, was es heißt, in einem schönen Land zu leben, in Kärnten, in einer Region zu leben, für die es wert ist, sich einzusetzen, damit eben die Kinder und die Kindeskinder noch eine Zukunft haben. Das ist der Martin Gruber, den ich kennengelernt habe. Und das sage ich jetzt fast egoistisch. Lieber Martin, es ist mir eine große Freude, dass du bei mir im Team auch bist, im Bundesparteivorstand. Gerade dort besprechen wir nämlich solche Themen. Und da ist es wichtig, jemanden zu haben, der verwurzelt ist, der weiß, wovon er spricht und, das haben wir heute auch schon gehört, der bereit ist zu halten. So, jetzt haben wir noch wenige Tage bis zur Wahl. Die Umfragen, naja, die Stimmung gut, die politische Situation nicht einfach. Wir lesen und hören viel von Rückenwind, Gegenwind, gar kein Wind. Aber das sind unsere Zeiten. Das kennt die Volkspartei. Wir wissen das. Wir sind die, die bereit sind, die Türklinken noch zu putzen, indem wir anläuten, mit den Menschen reden. Wir sind bereit, den Menschen zuzuhören, auf Augenhöhe und nicht von oben nach unten. Wir sind die Volkspartei. Wir sind die Volkspartei, die weiß, was es heißt, zusammenzustehen, wenn es eben nicht einfach ist. Und jetzt ist es nicht einfach. Und es gibt große Herausforderungen. Es gibt Probleme und da gibt es viele, die kommen jetzt mit einfachen Lösungen, von denen keine funktioniert, die aber gut klingen. Und jetzt, in den letzten Tagen, gerade jetzt, ihr wisst, wie leidenschaftlich ich für die Volkspartei brenne. Gerade jetzt, wenn wir dann aus diesem Raum gehen, nachdem wir den Martin gehört haben, nachdem wir uns denken, das ist wirklich ein guter Bursch, das ist ein gescheiter Spitzenkandidat. Und dann, wenn wir nach Haus gehen und die Tür zumachen und uns hinsetzen, dann ist es wenig. Liebe Freundinnen und Freunde, unsere Aufgabe heute nach der Rede von Martin ist es, geschwind noch was zu trinken, rauszugehen, Wahlkampfmaterial auszufassen, in die Häuser zu gehen und davon zu erzählen und zu zeigen, dass es in Kärnten einen Mann gibt, der für dieses Land sich einsetzt aus Redlichkeit, Verantwortungsgefühl und Patriotismus. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ihr alle kennt das Gefühl, weil ihr alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer seid. Das Wichtigste am Wahltag, wenn man sich in den Spiegel schaut und sagt, ich habe alles gegeben. Ich habe nur mit dem geredet, mit der geredet, die Familie zusammengehalten, die Freundinnen und Freunde, die Bekannten. Ich war mir für keine Diskussion zu schade. Dann ist das schon was. Dann ist das ein Anfang für den Wahltag. Und bis dahin wünsche ich euch von ganzem Herzen viel Kraft, viel Leidenschaft. Aber das Schönste ist, was ich euch wünsche, viel Freude mit eurem Spitzenkandidaten, die Begegnungen jetzt noch einmal zu leben und zu spüren, dass es wertvoll ist, sich als Volksparteilerin und Volksparteiler für die Kärntnerinnen und Kärntner zu engagieren. Alles Gute dafür.